sagen, warum wir jeden Abend so ein Kraft ist? Ich komme aus und bin ja da rumgezogen auf einem fremden Geländer. Können Sie uns sagen, warum wir jeden Abend so ein Kraft ist und die Kinder noch um die Zeit spielen? Dann sind wir auf die Uhr geguckt. 23 Uhr. Wollen Sie uns nicht sagen. Wir wollen mit keinem sprechen. Nicht rein. Vergesst eure Tür nicht zuzumachen und bleibt am besten drin. Geh nach Hause! Oh, wir sind geschmissen. Wir wurden geschmissen, ja? Ja, ja. Das ist ja das Einzige, was sie können. Hinterhältig. Ich meine, fühlen Sie sich nicht gestört jeden Abend durch den Krach, der hier ist? Und den Theater, die Polizei, die hier immer kommen muss? Sie sind irgendwie genauso. Na, sprich hindurch. Das heißt, ruft sie. Warum wollt ihr immer dieses Unvermögen der anderen? Na, wir ärgern uns, dass jedes Mal Krach ist. Und wenn man kommt, redet ihr nicht mit uns. Warum? Ja, und wenn wir die Polizei holen, seid ihr damit zufrieden? Was tut die Polizei? Kann ich noch machen, aber ich dachte, wir reden miteinander. Jeder haut nur ab und jeden Abend das Gleiche. Es ist 23 Uhr und wir sind nicht die Einzigen. Es gibt so viele, die sich aufregen. Und wir werden immer mehr. Entschuldigung, keine Platz. Wie kein Platz? Kein Platz. Für was braucht ihr Platz? Hat eine Zimmer, hat er 5 Kinder. Ja, aber... 7, 8. Guck sie dir doch an. Was? Um die Zeit müsst ihr hier noch euch hier rumtreiben. Wir haben keinen Platz, 5 Kinder. Das wollte ich hier vorhaben! Das gibt doch die Schule! Da ist privat bei dir, aber hier ist öffentliches Gelände und deswegen sollt ihr ja Ruhe geben. Die Straße gehört uns allen und nicht bloß euch hier.